Hallo zu unserem nächsten Hapkido-Workout, Hapkido-Training. Ja, jetzt haben wir glaube ich schon 8, 9 oder so gemacht. Gut, Gert, Kingi. Stellen wir uns Schulterbreite hin, dann ganz spreizen, einatmen durch die Nase ein. Körper absinken, Atem halten, pressen und mit fester Körperspannung ausatmen und nach vorne. Locker auslockern, Hände schütteln, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tief, locker schütteln, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganz fest hoch, tief, und schnell auf den Stand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und Hanna, Dulce, ne, da so, ja, so, Iga, Jodl, Aho, Jodl, Schulter, Geist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und Hanna, Dulce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Füße kreuzen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0, 7, 9, 10, 11, 12, 13, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und eine Seite vor und zurück und 1, 0, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 0, 7, 9, 10, 11, 12, Aho, Jul, Set, Nuetzen, Hanna, Dull, Set, Ne, Dasa, Yasa, Iga, Yadu, Aho, Jul, Hanna, Dull, Set, Ne, Dasa, Yasa, Iga, Yadu, Aho, Jul, und locker im Kreis kippen. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hanna, Dull, Set, Ne, und Wechsel, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und gehen wir diagonal nach vor. Linke Fuß, rechte Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Hanna. 0, 7,
Ja, so gut, locker pennen. Das ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hanna, du bist, das ist Jasa, Iga, Jadel, Ach, Jut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gut, Füße zusammen, Knie kreisen, 1, 2, 3, 4, Wechsel, 5, 6, 7, 8, öffnen, 1, 2, 3, 4, Wechsel, 5, 6, 7, 8, gut, locker, 1, 2, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und immer Seite tief, 1, 2, 3, 4, Wechsel, 5, 6, 7, 8, Wechsel, 1, 2, Wechsel, 3, 4, leichte Grätsche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A. Bringen wir zur Seite und stretch. Und ihr könnt ruhig ein bisschen mit reingehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Seitenwechsel. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, gut, genau, Seite, Hände halten das Gewicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 9, und 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gut. Lange gleich tief, Füße zusammen und Ellbogen kreisen. 1, 2, 3, 4, Wechsel. 5, 6, 7, 8, gegengesetzt. 1, 2, 3, 4, Wechsel. 5, 6, 7, 8, Handgelenke kreisen. 1, 2, 3, 4, rückwärts. 5, 6, 7, 8, gut. Gehen wir so nach vor hier und wir stretchen hier. Innen reingreifen, Daumen auf der Rückseite und wir gehen vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seitenwechsel. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurück. Das heißt hier, wir greifen hier den Daumen hier beim Handgelenk und ziehen zurück. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und gleich wechseln. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, gehen wir die Finger so her, hier, und wir setzen uns locker zurück, hier, bleiben wir schön dran, und Hanna, Dulse, ne, umso weniger anstrengen, umso weiter nach vor die Finger, okay, und schön flach unten bleiben, zack, zack, schön halten, zack, ja, so, Iga, ja, jawohl, gut, gehen wir eine Seite vor, und ziehen wir hinten diagonal das Bein ran, und Hanna, und schauen, dass wir hinten die Beine ein bisschen zusammenkriegen, hier hinten hochziehen und wir gehen ein bisschen nach vorne und Hanna, Dulse, ne, also, Jasa, Iwe, Jadre, Aho, Jol, Jol, Hanna, Jol, Dulse, ne, Dasa, gut und locker,
Schauen, dass mein Oberkörper mal schön nach unten gemischt wird. Ab. Okay, lassen wir uns ein bisschen runter einmal. Bis zu den Ellbogen. Help. Und wir halten das einmal. Hanna, Dul, Se, Ne, Dasa, Yasa, Iga, Yadul, Ahob, Yul, Hanna, Yul, Dul, Ul, Se, Yul, Ne. Gut, gehen wir langsam wieder ein bisschen zurück. Und ein bisschen locker. 2, 3, 4, 5. Okay, und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer. Das heißt hier, wir halten jetzt die Spannung in den Beinen. Hier. Und wir lassen uns hier nach unten. Wir schauen aber, dass wir das halten. Hanna, Dul, Se, Ne, Dasa, Yasa, Iga, Yadul, Aho, Yul. Gut. Locker auslockern. Füße auslockern. 1, 2, 3, 4. Und Fußgelenk kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ziehen wir den Fuß ran und wir kreisen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seitenwechsel. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmen wir eine Seite vorn. Hier locker, wir lassen das Knie oben und wir strecken immer nur locker durch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Fußwechsel. Schön oben lassen. Zack. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Locker auslockern. Gehen wir so her. Das heißt, heute schauen wir von der Schrittarbeit, dass wir hier nur schaffen. Das heißt, hier wie im Boxen oder andere Sachen, dass wir hier nur vorne kommen. Vorder Fuß geht sehr. Und dann gehen wir rückwärts, rückwärts, rückwärts. Okay, Hände oben lassen. Und 1, 2, 3, 4, wechsel. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Und rückwärts. 1, 2, 3, 4. Gleich Seitenwechsel. Und 1, 2, 3. Zack. Und rückwärts. 1, 2, 3, 4. Und Seite. 1, 2, 3, 4. Und rückwärts. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Und rückwärts. 1, 2, 3, 4. Und wieder wechsel. 1, 2, 3, 4. 4 und rückwärts. 1, 2, 3, 4. Gut, jetzt gehen wir so her. Das ist hier, vordere Hand schlägt und jetzt bringen wir den hinteren Fuß zum vorderen. Das heißt hier, wir gehen hier 1, 2. Okay, also das heißt hier, wir gehen vorwärts und bringen den zweiten Fuß ran. Am Oberkörper soll man nicht erkennen. Das heißt hier 1, hier und jetzt kann ich nochmal mit reinfallen. Das heißt, hier erkennt man nicht, dass ich noch einmal näher rangegangen bin. Ja? Das heißt, hier 1, 2, 1, 2. Okay, noch einmal. Auf Kommando. Das heißt, hier ganz locker. Hier 1, 2, 1, 2. Okay, ganz locker. Und nochmal slowly. Hier 1, 2. 1, 2. Ganz kurz. Und 1, 2. 1, 2, 1, 2 und wieder zurücklaufen. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2 und zurücklaufen. Und locker. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2 und zurücklaufen. Und ganz locker bleiben. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2 und zurücklaufen. Zack. Und locker. Und 1, 2. 1, 2, 1, 2 und zurücklaufen. Ganz kurz. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2 und zurücklaufen. Gut, locker. Gehen wir hier tiefer ein bisschen. Ziehen wir die Füße ran und locker hochziehen. Und immer bis zu die Knie hoch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
zwei, eins. Gut, bleib mal so. Machen wir uns ganz rund, rollen. Eins und ab und zwei und ab und drei und ab und bleib kreisen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und wechsel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zieh mal einen Fuß ganz ran und wir greifen vorne zu und wir halten das. Hanna, dul, se, ne, da so, jasa, igo, jadul, ahop, jul, gut. Und Fußwechsel und die andere Seite. Und Hanna, dul, se, ne, da so, jasa, igo, jadul, ahop, jul, gut. Strecken wir beide Füße. Und Hanna, dul, se, ne, da so, ja so, igo, ja du, ahop, jul. Gut, locker auslockern. So, und stehen wir auf. Gut, jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wir stehen eine Seite vorn. Wir starten ganz gemütlich einmal nur hier mit dem Frontkick. Ready? Ihr könnt die Zehen nach vorne nehmen, ihr könnt den Ball nach vorne nehmen, wie ihr Lust habt. Okay? Ready? Und Hanna. Dul. Se. Ne. Da so. Ja so. Igo. Ja du. Aho. Jol. Fußwechsel. Und Hanna. Dul. Se. Ne. Da so. Ja so. Igo. Ja du. Aho. Jol. Gut, locker. Jetzt gehen wir so her. Das ist hier der vordere Fuß. Hier, der bleibt locker, der zieht. Der kickt einmal nur kurz nach vorne, braucht gar nicht hochkicken. Ja, zieht ab und wir gehen nochmal mit ran. Das heißt, wir skippen dann ran. Das heißt, der vordere Fuß kickt. Eins, ranziehen, zwei. Das sind zwei unterschiedliche Methoden, wie ihr Distanz überwinde. Das heißt, hier mit dem vorderen, ich kann das auch seitlich machen. Ich kann hier rein gleiten. Oder vorwärts reingleiten oder ich kann hier ran skippen. Beides ist möglich. Okay? Seid ihr bereit? Ready? Das heißt, der vordere Fuß startet. Das heißt, hier one, absetzen, two und ich bin hier wieder dran. Okay? Und eins, zwei und kurz. Der vordere, der sollte relativ kurz kommen. Das heißt, hier bang, direkt vom Ziehen, vom Gleiten, dass die Hüfte ein bisschen mehr nach vorne kommt. Damit die Distanz auch schön überwinde. Ja, one step, two. Okay? Und. Und. Two. Und. One step, two. One step, two. Und. One step, two. Und kurz zieht, eins, zwei. Und kurz zieht, und eins, zwei. Und kurz zieht, eins, zwei. Und noch einmal, und zieht, zieht. Gut, locker auslocken. Und dann gehen wir schon wieder tief, hier ab. Das heißt hier, jetzt strecken wir einen Fuß aus. Diagonal ran, okay? Und eins. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, dann gehen wir gerne nach vor. Bei Liegestütz und sind wir gut. Okay, ready. Und wir gehen hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 6, 4, 3, 2 und 1. Gut, wir stehen. Locker auslockern. So, wir gehen hierher. Das hier, was wir jetzt machen, ist hier, wir nehmen was ran. Ist aber hier flexibel genug, dass ich das rannehme. Und kann hier nach vor. Ich kann das absinken und kann nach vor gehen. Und ich kann aber auch absinken, darunter übernehmen und nach vor gehen. Okay? Wir schauen einmal, dass wir nur so hergehen, dass wir nach hinten gleiten und nach vor gehen. Und die zweite Hand übernimmt das ein bisschen, dass die ein bisschen kontrolliert. Also theoretisch könnt ihr jetzt auch nur mit reingehen und nur sperren. Dann habe ich aber keinen richtigen Gegenangriff. Ja, und ich möchte aber schauen, dass ich hier, bang, dass ich hier raus kann und ich komme gleich wieder hier mit nach vorne. Okay, bereit? Auf Kommando. Und das heißt, ich bin da. Hier, Oberkörper geht ein bisschen zurück. Hier gleite ich ein bisschen mit ran. Und dann stoße ich mich wieder von hinten nach vorne ab. Okay? Und Hanna, eins. Und toll. Und zwei. Und ne. Das. Yes. Igor. Ja. Ah. Jul. Und andere Seite. Jetzt hier vor. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Ihr könnt es natürlich auch mit der Hand übernehmen. Spielt keine Rolle. Und 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, locker auslockern. Hände locker auslockern. Jetzt gehen wir so her, dass wir die gleiche ähnliche Einstieg machen. Das heißt hier, wir schauen einmal so her. Das heißt hier, wir stehen einmal ein bisschen seitlich, bringen den hinteren Fuß zum vorderen und kicken hier nur mit der Seite nach vor. Das heißt hier, Kick, wieder zurück. Okay? Ready, locker und Hanna. Toll. Set. Ne. Das. Ja. Igo. Ja. Ah. Jui. Gut, Fußwechsel. Andere Seite. Fuß ranziehen. Hab. Und locker kippen. Und Hanna. Dull. Set. Nap. Das. Yes. Igel. Jade. Ah. Jui. Gut, so. Gehen wir wieder ein bisschen tief. Hep. Gehen wir hier, Hände und das Gesäß. Füße ein bisschen nach vor. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gut, so. Und wir drehen uns wieder ein bisschen um. Wir drehen die Hände ein bisschen nach vorne. Okay, so, halb stehen. Und wir drücken uns vor, zurück. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt drehen wir ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5 und wechsel. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, locker auslockern. So, jetzt gehen wir so her,
Wir versuchen ein bisschen zu kombinieren. Das heißt hier, ich gehe hier ran, ab, zack. Das heißt hier ran, bring den hinteren Fuß rein. Ja, hier ausweichen, Fuß rein, Kick, Backfist. Okay, noch einmal. Das heißt, ich kann hier übernehmen, Fuß ran, kickt und ich komme sofort hinterher. Ready? Auf Kommando, ganz entspannen und Hanna. Zack und Schlag. Und Dull. Eins, zwei, drei. Und Set. One, two, three. Und Ne. One, two, three. Das. One, two, three. Yes. One, two, three. Ego. One, two, three. Yada. One, two, three. Aho. One, two, three. Yoi. One, two, three. Und Seitenwechsel. Ganz gemütlich hier. Könnt ihr annehmen. Eins. Fuß ran. Zwei. Und drei. Okay. Und Hanna. Hep. Dull. Set. Nein. Das. Jasa. Ego. Jasa. Aho. Joll. Und fertig. Gut, locker auslockern. So, jetzt gehen wir locker her. Wir kombinieren ein bisschen die Kicks. Das heißt hier, ich schaue mal, ob ich einen Bratzenhalter habe, kurz dann. Und wir zuerst kombinieren wir mal die Kicks. Das heißt hier, wir kommen Nummer 1 und Nummer 4. Ja? Das heißt hier, 1, 2, komme ich nach vor, schön mitdrehen. Wenn ihr noch ein bisschen die Bratzen haltet für mich, können wir mal ein bisschen abwechseln. Okay, ready? Und hier, auf Kommando. Das heißt hier, erster Kick, wie 1er Kick. Fuß ziehen wir ran, wir schießen nach vorne rein. Ready? Und Hanna. Sehr gut. Und Dull. Und Set. Und Ne. Und Das. Und Yes. Und Eagle. Und Yada. Und Ah. Joll. Gut. Und locker. Fußwechsel. Und Hanna. Toll. Und immer schauen, dass ihr hier beim Zurückziehen das Standbein dann ordentlich mitdreht, damit ihr mehr Reichweite reinkriegt. Und Set. Ne. Das. Yes. Eagle. Yad. Aho. Joll. Gut, locker auslockern. So, wir gehen wieder so her. Das heißt hier, wir gehen hier rauf, klatschen nach unten und kommen wieder. Und eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut, so. Und wir kommen wieder ein bisschen nach vor. Halb. Und einmal locker. Eine Minute ganz locker blenden. Ready. Und go. Und halten. Und lächeln. Und schön halten. Wir haben schon die ersten 10 Sekunden. Lächeln. Zeigen.
und noch weitermachen. Jawohl. Und schon durchbeißen. Und wir haben schon die erste Halbzeit. Gibt nur eine Halbzeit. Und schon durchbeißen. Und lächeln. Noch 10 Sekunden, nicht ganz. Und fein. Und locker auslockern. Und wir stehen auf. Gut. So, wir haben von den Basiskicks schon ziemlich weit durchtrainiert. Wir probieren heute Nummer 15. Nummer 15 ist 10 Schneidekick. Das heißt, die Zehen schauen nach vor. Unterschenkel ist waagrecht zum Boden. Okay, ganz locker. Wieder diagonal ziehen. Diesmal brauchen wir nicht nur ranziehen. Wir schauen, dass wir relativ knapp an unseren Angreifer oder Gegner oder Partner oder ans Ziel kommen. Hep, und die Schneide hep, nur hier kurz durch. Okay, seid ihr bereit? Auf Kommando gehen wir immer wieder einen Schritt nach vor, können wir mal Fuß wechseln. Okay, und Hanna. Dull. Se. Ne. Das. Jasa. Igo. Jade. Aho. Jul. Gut. Nehmen wir schnell die Zehen nach vor. Gehen wir gleich das ein bisschen kombinieren. Das ist hier, wir steigen gleich so her. Wir probieren hier, das heißt hier, wir ziehen, wir öffnen und wir kommen mit einem Sidekick wieder mit nach vorne. Gerne im mittleren Bereich der Sidekick, ja, der Zehenschneidekick war schon ein bisschen höher und der Sidekick dann im mittleren Bereich. Bereit? Das heißt hier, jetzt können wir ruhig eine Seite vorne stehen und Hanna. One, two und Dull. Und se. Und ne. Und das. Und yes. Und Igor. Und Jade. Und Aho. Und Jul. Gut. Locker aus, locker. Und wir gehen schon wieder ein bisschen tief. Diesmal gehen wir Seite. Hep. Wir halten hier. Gehen mit der Hand nach oben und unten durch. Eins. Zwei. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, Seitenwechsel. Und die andere Seite. Und schön lächeln. Wieder ranziehen, Hand nach oben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, so, wenn wir schon am Boden sind, hier
schauen, dass wir gleich die Füße ein bisschen mitnehmen. Das heißt hier, wir legen uns wieder ein bisschen seitlich hin. Ja, das erste, was wir machen hier, wir drehen durch und kommen hier mit dem Sidekick ein bisschen nach vor. Hier dürfen wir uns ein bisschen mit hochstützen. Ja, kommen wir hier, hier eins, zwei, okay? Und Hammer, eins, halb, durch, eins, halb, se, eins, halb, ne, eins, halb, das, eins, halb. Muss nicht hoch sein, ja, nach vorne. Also, das bringt euch nichts, ihr müsst nach vorne arbeiten. Und das, halb, ja, so, halb, ego, halb, ja, halb, aho, halb, gut. Jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wir ziehen das immer durch. Das heißt hier, wir stellen hier bis Linie wieder an der Seite. Und wir gehen wie so eine Spirale durch und kommen dann auf die andere Seite. Wir schauen, dass wir nicht zu hoch gehen mit dem Körper. Das heißt hier, ich versuche hier eins, zwei. Jetzt bin ich auf der anderen Seite, seht ihr? Hier eins, zwei. Und da gehe ich durch. Da kann ich schauen, dass ich relativ flach am Boden bleibe. Okay? Bereit? Und ha! Eins, zwei, durch. One, zwei, zwei. Ne. Das. Ja. Igel. Ja. Ah. Jolf. Gut, so. Und dann kommen wir wieder hierher. Locker, auslockern. Zack. Jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wenn wir da sind, versuchen wir wieder ein paar Basistechniken aus der Knienposition. Okay? Das heißt hier, ich werde jetzt in der Hand gegriffen. Ab. In dem Fall ziehe ich das nicht zu meiner Körpermitte her, weil ich da eine gewisse Kraft bräuchte, runter zu bekommen, und da habe ich keine gute Hebelwirkung. Das heißt, in dem Fall würde ich hier öffnen, komme mit dem Fuß mit nach vor, hier drehe den Arm, hier, und jetzt kippe ich das Handgelenk nach innen und gleichzeitig hake ich, kann ein Triple Warmer sein, aber hake ich hinterm als Hebel nach unten, ein bisschen mit reinlehnen. Okay, das heißt, ich bin hier aus der Position, wird gegriffen, hier eins, dreht auf, aufdrehen, nach innen drehen und Hebel. Zack, also ein Hebel nach unten. Okay, und wir starten ganz gemütlich. Und eins, zwei. Hoffentlich kann es verfolgen. Ja, das heißt hier öffnet, dreht, hakt von unten, kippt nach innen, kippt nach drinnen. Okay, und noch einmal. Und hier, führt zusammen, dreht und hakt. Und führt zusammen, dreht und hakt. Und zack. Und eins, hier, zack. Und zwei, hier, zack. Und drei, hier, zack. Und vier, hier, zack. Gut, locker auslockern. Schauen wir, dass wir weitermachen, auf Kommando, okay, so, jetzt schauen wir mal hier, jetzt kommt wer für die Pads, ja, ab, das heißt hier, jetzt halten wir hier ganz gemütlich, wir haben vorher Nummer 15 gemacht, ja, Kick Nummer 15, das heißt hier, wir cutten hier durch, mit den Zehen nach vorne, hier eins, sie geht zurück, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich habe es gemacht hier, mit Sidekick, Roundhouse Kick. Das heißt, hier geht einfach einen Schritt dann zurück und dann probieren wir das Ganze mit dem Roundhouse Kick. Okay? Das heißt, hier eins, absetzen, hier zwei, sind wir im Roundhouse Kick hinterher. Okay? Ready? Du kannst aber auch nur so gehen, so und so. Das heißt, hier, dass ich so dran bin. Hier, erster Cut, zweiter Cut, fertig. Bereit? Und Hanna, ja, one, two. Und durch. One, two. Set. One, two. Ne. One, two. Und Seitenwechsel. Okay. Und Hanna. Ja. One, two.
Toll. One, two. Set. One, two. Net. One, two. Das. One, two. Gut, locker auslockern. So, wir gehen wieder ein bisschen tief. Hep, gib mir gleich eine Bratze bitte. Eine Bratze. Dankeschön. So, wir gehen so her. Wir nehmen einen Fuß, gehen wir nach oben. Und wir gehen die Bratze immer unterhalb durch. Hep, und schauen, dass wir uns immer wegheben. Okay, seid ihr bereit? Ready, Fuß ganz ranziehen. Und, Hanna. Dull. Se. Ne. Da so. Ja so. Igo. Jadul. Aho. Jul. Jul Hanna. Jul Dull. Jul Se. Jul Ne. Jul Da so. Jul Ja so. Jul Igo. Jul Jadul. Jul Aho. Moll. Gut, und Fußwechsel und die andere Seite, schönes Bein hoch, Fuß ranziehen, Becken weg vom Boden und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, locker auslockern. So, und wir stellen hier wieder locker hoch. So, jetzt gehen wir so her, ganz locker. Das heißt hier, was wir jetzt machen, ist das. Das heißt hier, wir stehen hier leicht zurück. Das heißt hier, kommt eine Attacke, wir stehen zurück. Oder wir schlagen mit der Innenseite so da, also Vorhandtechnik. Okay? Und aus der Bewegung hier zurück, steigen wir hier ein, bringen die Hand am Boden und können mit einem Spin-Kick hinterherziehen. Okay? Das heißt hier, noch einmal, das heißt hier, Schritt nach hinten, der Fuß geht ein bisschen über die Mitte, die Hand kann schlagen und dann können wir hier durch und dann stehen wir wieder da. Seid ihr bereit? Probieren wir das einmal ganz locker, also nicht zu schnell. Ja, machen wir es im Step. Und 1, 2, 3, 4. Okay, noch einmal. Und 1, 2, 3, 4. Und jetzt machen wir es eine Spur flüssiger, dass wir es fast in einer Bewegung machen. Das heißt hier Schritt zurück. 1, 2. Und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2. Gut, locker auslockern. So, jetzt schauen wir, dass wir die Hände wieder ein bisschen mehr ins Spiel bringen. Das heißt hier, wir nehmen hier die Hände rauf und wir schlagen hier 1. Und beim dritten drehen wir uns immer ein bisschen raus. Das heißt, wir bleiben jetzt nicht nur hier, check, kurz, hoch und drehen uns rein, sondern beim dritten drehen wir uns ein bisschen mit raus. Auf Kommando und 1, 2, 3 und locker. Und 1, 2, 3 und das heißt hier, und 1, 2, bang. Und 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und dreht. Und hier. Und pam, pam, pam. Und dreht. Und pam. Und dreht. Und 1, 2, 3. Und dreht. Und pam, pam, pam. Und dreht. Und 1, 2, 3. Und dreht. Und die andere Seite. Ja. 1, 2, 3. Und dreht. Und 1, 2, 3. Und dreht. Und 1, 2, 3. Da könnt ihr ein bisschen nach rausgleiten sogar. Ja, dass ihr nicht nur eine Pivot oder eine Drehung dabei habt. Okay? Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Gut. Und
One, two, three. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Gut. Und eins, zwei, drei. Und zack. Und eins, zwei, drei. Gut, locker aus, locker. So, Achtung. Jetzt gehen wir so her. Wir nehmen wieder Drehung. Jetzt gehen wir Spur näher ran. Das heißt hier, was wir machen, ist eins, zwei. Ja, machen wir zuerst nur Abwehr, Ellbogen. Müsst ihr euch so vorstellen, das heißt, ihr gleitet hier und nehmt hier den Schwung mit. Ja, bleiben wir mal eine Seite vor. Und eins, zwei. 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 Und zack, zack. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Schaut, dass ihr hier locker bleibt, dass ihr hier wirklich locker durchschwingen könnt. Gell? Und das ist hier, wie der Schlag kommt auf mich zu. Ich leite das klein ab und komme in einer runden Bewegung durch. Wie mein Sponsor. Okay? Und eins, zwei. 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 Und jetzt nehmen wir einen Seitenwechsel dazu. Das heißt hier die andere Seite. Eins, zwei. Und der Ellbogen geht schon mittler vor. One, two. Und die zweite Hand bleibt aber trotzdem da. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Also eins, zwei. Den Schwung schon mitnehmen. Ready? Und one, two. Und eins, zwei. 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 Gut, locker auslockern. So, jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wir gehen hier eins, zwei. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe von unten nach oben oder ich gehe von oben nach unten. Okay, bei beiden schaue ich, dass ich eins, zwei, seht ihr, bis ich über die Mitte gehe, hier oder hier durchziehe. Ja, ready? Das heißt hier, wir starten ganz locker. Und das heißt hier, ausweichen. Eins, zwei, drei. Okay? Und eins, zwei, drei. Und der Kopf muss mitdrehen. Okay? Und eins, zwei, drei. Und dann kann der Körper folgen. Eins, zwei, drei. Und folgt. Eins, zwei, drei. Und folgt. Eins, zwei, drei. Und folgt. Und eins, zwei, drei. Und folgt. Und one, two, three. Okay, und die andere Seite. Es spielt keine Rolle, ob ihr oben oder unten geht. Je nachdem, wo keine Deckung ist, wo frei ist, da habe ich die Möglichkeit, was zu machen. Okay, ganz langsam. Eins, zwei. Da steige ich schon mit rein. Und dann komme ich hier. Okay, und one, two, three. Und der Kopf, immer wichtig, dass der Kopf, seht ihr, hier, hier dreht, damit ihr die Balance halten könnt. Okay, bereit? Und one, two, three. Und one, two, three. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Zack. Und one, two, three. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Gut, jetzt gehen wir es ein bisschen in die andere Richtung. Das heißt hier, wir arbeiten so. Wir gehen hier unten durch. Eins, zwei. Das heißt hier die Seite. Das heißt hier, normalerweise kann ich hier arbeiten. Hier eins, zwei, drei. Und bin dann hinter ihm und kann dann runterziehen. Wir bleiben jetzt einmal bei zwei Bewegungen. Das heißt hier, erste Bewegung geht ein bisschen seitlich. Ellbogen geht hier unten rein. Wir drehen hier. Und wir kommen hier wieder rückwärts, locker mit dem Ellbogen. Okay, seid bereit, locker. Und one, two. Okay, und one, two. Und ihr müsst immer denken, das heißt, hier zieht ihr wirklich mit rein. Hier, ihr bremst aber nicht. Ihr hättet jederzeit die Möglichkeit, den Flow überall mitzubringen. Das ist vom Prinzip des Kreises, dass ihr da immer weiter fließt. Okay, merkt schon, wenn man viel dreht, gehen die Haare auf. Ready? Und eins, zwei. Und one,
chill. Und dreht seitlich raus. Locker. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Und nochmal die andere Seite. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Und one, two. Und one, two. Und one, two. Gut. So. Und wir gehen wieder ein bisschen tief. Hep. Wir schauen, dass wir hier in die Waage gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und hoch tief. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ranziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, zwei, eins. Gut. Kommen wir hoch. Zack. So, schauen wir, dass wir hier, wenn wir schon Drehung haben und so weiter, stellen wir uns ruhig vor, wir nehmen jetzt einen Kick zum Beispiel an. Das heißt hier, wir haben die Möglichkeit hier Nummer 12 zum Beispiel gegen Sidekick oder was anzuwenden. Wir haben jetzt sehr gut die Möglichkeit hier Schienbeinblock von außen nach innen oder hier umgekehrt von außen nach innen, innen nach außen. Beides ist möglich. Ja, wir arbeiten so her, dass wir zuerst von außen nach innen und Kick Nummer 1 auf Standbein. Okay? Das heißt hier aus der Bewegung, das heißt, ihr könnt das vorderes Bein, normalerweise seid ihr vorne. Mehr Schwung habt ihr, wenn ihr so stellt, weil hier den Schwung mitnimmt, hier, nur müsst ihr es dann wieder öffnen können. In der reellen Anwendung ist wahrscheinlich hier schneller, wenn ihr direkt vorne seid und dann den Kick bringt. Okay? Bereit? Das heißt hier, schaut hier, Finger, wir können hier öffnen, zack, dass ihr da gerade seid und dass ihr hier nach innen zieht, seht, dadurch ist Ellbogen, Knie geschlossen und das heißt, ich habe hier wirklich eine drehende Bewegung nach innen und kann hier wirklich hier den Schwung mitnehmen und dann den weiteren Kick bringen. Okay, seid ihr bereit? Und Hanna, one, two und Dull. One, two. Und set. Eins, zwei. Und net. One, two. Und das. One, two. Und Yasa. Eins, zwei. Und Igor. Eins, zwei. Und Yadre. One, two. Und Aho. One, two. Und Joel. One, two. Gut. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist von außen nach innen. Das gibt ganz viele Möglichkeiten. Das ist jetzt am Partner natürlich viel leichter zu zeigen als im Freien der Luft. Aber man wird sich schon ein bisschen vorstellen können. Was wir jetzt machen, ist einfach das. Das heißt hier, wir drehen hier weiter. Eins. Und kommen hier mit einem tiefen Kick. Kann wieder Richtung Knie sein. Das heißt hier eins, zwei. Okay, jetzt müssen wir wieder genau schauen. Das heißt hier, wir können wieder von hinten starten, wenn ihr wollt. Hier dreht, Ferse schaut schön ab und dann kommt der Fuß schön mit. Okay, bereit und eins, zwei. Gut und eins, zwei. Gut und eins, zwei. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Zwei. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Gut. Locker auslockern. Das letzte Bewegung heute machen wir noch mit den Armen. Schön runde Bewegungen. Das heißt, was wir auch schon gemacht haben, unsere Abwehrbewegungen. Eins, zwei, drei.
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann lassen wir es nochmal ganz kurz fließen. Okay? Das heißt, wenn ihr hier schaut, 1, 2, 3, der Körper dreht mit. Das heißt, durch die Körperdrehung mache ich die ganze Bewegung. Okay? Seid ihr bereit? Ganz locker zuerst. Einmal ganz leger. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt werden wir langsam schneller und schaut, dass ihr trotzdem eure Stabilität beibehaltet und die Arme in einer runden Bewegung mit rauskommen, dass ihr trotzdem den Schwung mit beibehält. Okay? Also hier. Das heißt, jetzt haben wir wieder die Möglichkeit 1, 2, 3 und jetzt kommt vielleicht wieder ein Kick. Ja? Ja, das ist, spielt eigentlich keine Rolle. 1, 2, 3 und Kick. Das könnt ihr euch wieder aussuchen. Okay? Gut. Machen wir noch einen kleinen Abschluss. So, wir gehen tief. Ab. Und wir kommen hoch. Und 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, jetzt bleiben wir so. Bleiben wir so. Halt. Und wir gehen nur links, rechts. Wir können ruhig die Füße weg vom Boden nehmen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Strecken mein Bein und klatschen unten durch. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Und wir drehen uns um. So, als Abschluss machen wir noch ein paar Liegestütze. Machen wir 50, dann haben wir es geschafft für heute. Seid ihr bereit? Ready? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 50. Gut. Dann bleiben wir gleich so da. Schauen wir, dass wir zwei Fäuste Abstand haben zwischen den Oberschenkeln. Die Hände bleiben mal flach oben. Schließt die Augen. Ganz gerade bei höchster Stelle vom Körper. Zieht nach oben. Und wir versuchen immer 8 Sekunden einatmen, 8 Sekunden den Atem halten, 8 Sekunden ausatmen und dabei Revue passieren zu lassen, was wir diese Stunde trainiert haben. Und wir schließen die Augen. Wenn ich klatsche, dann fangen wir langsam an, Augen zu öffnen. Linkes Bein nach vorne. Gut, gehen wir den linken Fuß nach vorne. So, stehen wir auf. Gut, so war es wieder für die heutige Einheit. Schaut auf YouTube. Auf YouTube haben wir alle anderen Einheiten auch drauf. Und ja, langsam können wir auch wieder in der Schule zum Trainieren anfangen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kingi.